Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Ich habe nicht so gut gepennt, aber das ist auch egal, denn wir fahren heute A4 bis 5. Also, wir haben jetzt einmal alles an Leitungen verlegt. Das ist jetzt noch nicht der Endstand, denn heute wird erstmal geguckt, ob das fährt. Wir haben schon mal angemacht, also es läuft. Gefühlt beim Gasgeben tourt das schon deutlich schneller hoch, als ich es vorher kannte. Ist auch ein bisschen logisch, weil wir hatten einen sehr langen Lardo-Kreislauf und ich kann mir auch vorstellen, da war hier und da vielleicht auch mal so ein Leck, keine Ahnung. Und somit passt auch, glaube ich, nicht immer ganz das Luft-Benzin-Gemisch. Jetzt haben wir wirklich nur noch raus. Hier wird schon runtergekühlt, Drosselklappe. Das ist jetzt drin. Wie gesagt, Verkabelung ist alles nicht so, wie es sein soll, weil wenn dieses Video fertig ist, geht es los, dass wir ja auf RS4-Limo umbauen. Das heißt, hiernach ist erstmal Geschichte mit dem Bock. Farbentechnisch weiß ich immer noch nicht genau, wo wir hingehen. Grün ist auch echt mittlerweile gut im Thema, aber ich würde diesen Versuch von diesem Sternrubin in, wie es auf Fotos aussieht, immer noch gerne probieren. Also, ich mache mal an. Ich brauche Strom. Hat der so ein Rädchen-Dings hier oder was, ein Booster? Nee, der hat so ein Rädchen-Dings. Aber wir haben es auch erstmal provisorisch gemacht, weil, wie gesagt, alles wird ja lackiert. Da bauen wir dann einen schicken Halter für. Ja, und schauen dann erstmal, ob das überhaupt alles so hält. Weil wir haben halt deutlich weniger Schläuche als vorher, ne? Ach ja, und noch was. Wir haben halt jetzt nicht mehr hier die Ecke. Guck mal hier, wie geil das ist. Hier kann jetzt nichts mehr aufplatzen. Ne, wir hatten ja hier die Ladedruckleitung, die hier so lang geht. Siehst du, wo das hier geschnitten ist? Mhm. Das ist ja alles weg. Und das Rohr hier muss bleiben, weil das Rohr ist Teil dieser Drehmomentstütze vorne bei Audi. Und jetzt haben wir nur noch 1, 2, 3, 4 Schellen. Also insgesamt Schellen und Verbindungsstücke nur 2. Und das sind die Schwachstellen in der Regel? Oder? Bei so einem Motor total. Wir fahren ja 2,6 bar Ladedruck ungefähr. Überdruck. Die meisten sagen ja immer, die machen atmosphärisch dazu. Also sind es dann quasi 3,6 bar Ladedruck. Ich finde das doof sozusagen, weil wir leben ja. Also, wir haben ja hier. Also, ja, das ist schon eine Menge Druck. Und das sind auf jeden Fall Schwachstellen. 100%. Und der hier sitzt echt stramm und der kann nicht abfliegen. Also, der kann wirklich nicht abfliegen. Und meistens, wenn ich das so mal sage, fliegt es dann gleich ab. Weil der Ladeluftkühler ist in Position. Also, entweder reißt die Ladeleitung ab, aber eigentlich geht es nicht. Ich mache mal an. Das ist ein Allradauto, ne? Ja. Ah, das sind immer die blödesten zum Schieben. Ja. Erstmal gucken, ob er jetzt zum angeht. So, der hat ja immer so eine gewisse Trägheit, ne? Achte mal. Nichts umprogrammiert, ne? Weil wir halt Allrad haben, wir können auch bei uns messen, dann müssen wir aber umbauen. Anderes Getriebe, das haben wir auch da, haben wir keinen Bock drauf. Dann würden wir einmal dort messen, dass wir einmal gucken, wie das Ganze so läuft. Wenn es zeitlich passt und wenn wir so weit kommen. Ich weiß nicht, ob das so nachvollziehen kann, das ist ein ganz anderes System. Vorher war Luft, Ausgleichsbehälter, wir haben einen Wasserkreislauf, wir haben eine Wasserpumpe. Da ist halt viel dazugekommen. Aber ich würde trotzdem sagen, gewichtstechnisch sind wir minimal leichter geworden als vorher. Weil wir hatten sehr viele Rohre, wir hatten 2 große Ladeluftkühler und das ist schon deutlich weniger Material jetzt. Was für eine Differenz sprechen wir da? 1 Kilo. Aber wir ziehen los. Okay. Ansprechverhalten ist sehr gut. Bei solchen Dingern hat immer der Schlauch schon einmal so ein kleines Geräuschchen von sich gegeben. Ich hab das vermisst, du. Ja, voll. Klar, der sieht anders an. Also ich habe das Gefühl, der hat... Wir haben ja gar keinen Schwungventil mehr. Ja, ich habe also das Gefühl, der Turbo hört sich anders an. Genau. Der wird sich also auch gleich bei Vollgas. Jetzt gleich machen wir schon den ersten Test, weil warm ist er auf jeden Fall. Und zwar den Test, ob unsere Leitungen dicht halten. Weil, wenn wir jetzt nämlich schalten, haben wir kein Blow-Off-Ventil mehr und der Druck kann nicht weg.
Das kann man mal machen bei 1 Bar, auch bei 1,5 Bar, aber wir fahren jetzt halt wirklich Männerladedruck. Trau mich nicht so richtig. Ja, aber testen müssen wir es ja sowieso. Ja, aber auf Freiburg aber können wir trotzdem zurückfahren, auch wenn der Ladedruckkreis offen ist. Also er hat ja kein Luftmaßwasser, den er vermisst. Aber er riecht einmal ein bisschen. Wir müssen einmal gucken, wo der Wasser ist. Ist besser. Aber uns ist da Kühlwasser auf den Schlauch gekommen. Das riechen wir. Ne? Vom Kreislauf. Deswegen kann man noch so ein bisschen Undichtigkeit auch. Also kann das denn schädlich sein, jetzt wenn der eine Undichtigkeit im Luftkreislauf hat? Im Wasserkreislauf? Nee, Luft. Weil du sagst, du hast eine Undichtigkeit. Ja. Wenn wir jetzt nach Turbolader dann ein großes Loch hätten, ja auf jeden Fall, weil dann würde der Lader halt extrem überdrehen, weißt du? Weil er ja gar keinen Gegendruck mehr hat. Das wäre natürlich nicht so geil. Aber das ist auch nur, wenn du dann übertreibst und voll stehen bleibst im Gas. Weil der Abgasstrom ja weiter antreibt. Und dann geht die Turbinendrehzahl ins Nirvana. Das habe ich jetzt aber auch unterschätzt. Wir haben alles hier durchgedreht gerade. Ja, vor allen Dingen das einmal. Aber zweitens, was wirklich krass ist, der ist viel, viel, viel biestiger. Weil wir, ich glaube, unser Schwung-Offensiv war einfach nicht so wertig. Und ich glaube, das stand manchmal so auf 8:30. Weil wie krass war denn auf einmal das Ansprechverhalten des Laders nach dem Schaltvorgang? Und ich habe jetzt noch mädchenmäßig geschaltet, ne? Das waren 5500 Umdrehungen. Oh. Ja, das ist aber das mit der Kupplung. Da müssen wir auch nochmal ran. Wir brauchen einfach eine stärkere Kupplung. Welche ist jetzt hier drin? Sintermetall? Das war eine Sintermetall. Anteilig, glaube ich nur. Es waren keine 4-Pack, 6-Pack, das war es nicht, weil dafür kann man sie zu gut dosieren. Aber man konnte beschleunigen vernünftig, wenn man den oben rum drehte. Also man darf nicht aus dem Keller, weil wenn man aus dem Drehzahlkeller bei so einem Motor reingeht, baut der halt wirklich männermäßig Drehmoment auf, der Motor. Ne? Dann wird es richtig wild. Wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt Gas gebe, wird es auch nicht ganz passieren. Warum? Weil er zu kurz zum vollen Ladedruck aufzubauen in der. Ach nee, ist 3. Das wird doch rubbeln. Aber wenn wir jetzt so machen, in der 2 wird es gehen, weil es zu kurz ist. Wow! Überraschend schnell. Aber echt. Ja, das ist sobald ich dieses Achterbahngefühl habe, dann ist. Oder es ist der Übergang von Winter zu Sommer, wir sind lange nicht mehr wirklich was Schnelles gefahren. Das kann natürlich auch sein. Weil wenn ich jetzt in der 3 Gas gebe, wird er rubbeln. Pass auf. Weil es zu viel Drehungen ist. Ja, hat er gemacht. Ja, das ist schnell. Für die Ploy fühlen sich auch echt. Aua. Aber hört sich jetzt sehr, sehr S1-mäßig an, ne? Dadurch, dass das Ventil. Das schalten, ne? Ja. Ich bin gerade sehr mutig. Wir fahren sehr weit weg von der Werkstatt. Also, wenn wir das schieben müssen, dann haben wir auf jeden Fall Waden wie Army. Ja, Niklas holt uns schon. Das stimmt. Aber ich würde trotzdem gerne einmal so fürs Gefühl einmal durchbeschleunigen. Oder? Ja, mach das da, wo ein Standstreifen ist und dann ist alles easy. Bist du denn auf einmal für eine feige Nudel geworden? Hey, nee, ich will nur nicht auf der Autobahn schieben, so ohne Standstreifen. Du bist doch fit, ey. So ein LKW im Arsch ist halt so. Mit so einem Werner. Gesund, mit so einem großen Leuchtschild. Werner, verpiss dich! Manchmal habe ich ja Ideen gehabt, die nicht ganz so geil sind, aber ich finde die Ladeluftkühler-Wechselgeschichte war gut. Das hat es gebracht. Also das war vorher viel zu lang. Das war, vielleicht war die Kühlleistung auch gar nicht so hoch, weil er wirkt deutlich, deutlich mehr auf Zack. Wir können gleich nochmal anhalten und gucken, wie unser Wärmehaushalt ist, wenn wir die Hand mal auf den Wasserladeluftkühler legen, ob der wirklich kühl bleibt oder ob er sich hochtemperiert. Ne? Also unser Wasserkreislauf ist jetzt nicht der allergrößte. Wenn er so hochspult. Ah. Das, ne? Das ist auch geil zu filmen. Guck mal hier. Ja, Gas. Guck mal, nichts. 0,25 Bar. 0,4.
der 4. Das ist für mich wirklich sexy. Also wir haben ja erst jetzt, weil die Autobahn ist gerade nicht so voll. Vielleicht können wir nur eins von beiden machen. Mal gucken. Echt fest, also das, manchmal bei so alten Autos bei uns ist auch so, dass der Sitz nur knapp so. Scheiße, man, das ist echt schnell. Nur gemischtechnisch ist dann auch so eine Sache. Ja gut, aber dann braucht der halt einfach eine Abstimmung jetzt. Ja, ja, voll. Ja komm, ich würde sagen, wir fahren einmal doch auf den Prüfstand da, Marco, und würden dann einmal auch Lambda hinten reinstecken, dass wir eine Idee bekommen, wie die Lambda-Werte so sind. Aber ja, ein bisschen Adrenalin gerade. Du auch? Ja, nur weil wir kurz vorm Stehenbleiben sind wahrscheinlich. Nee, gerade vom Beschleunigen, ich muss echt sagen, vom Beschleunigen gerade. So, also es macht Spaß. So richtig Adrenalin habe ich nicht, aber es macht Spaß. Nein, ich finde schon schnell. Und der Schaltvorgang in der 4 war so gut, dass ich mich erschrocken habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass der so schön geschaltet hat. Ich bin ja auch aus dem Gas rausgegangen. Ich selber, weil ich dachte, hä, ist der Gang jetzt wirklich drin? Boah, ist das die 2. Boom. Und Leistung bin ich gespannt. Kann ich echt schlecht schätzen, wie viel Leistung das jetzt so ist. Ich glaube, es ist nicht so brutal viel, wie man denkt, oder? Also ich finde es schon sehr sportlich. Ich finde es sehr sportlich. Sehr sportlich. Ja, weißt du was, wir fahren einmal eben da weiter. Ich will einmal auf den Nahluftkühler fassen. Gucken mal, ob der Wasserhaushalt groß genug ist. Pass mal drauf. Ja, da ist nichts. Pass mal hier drauf. Das war's. Also scheint er zu funktionieren. Ansaugluft ist auch kalt. Nee, top. Dann zu Marco. Ja. Was? Hallo. Du hast mich vom morgendlichen Stuhl runtergeholt. Vom Büro, aber man hat's gehört. Grüß dich. Ich dachte erst Stuhl. Ja, also Stuhl. Das ist früher gewesen. Das ist früher gewesen. Okay. Also, das ist zu gut, Marco. Das ist zu gut geworden. Ehrlich? Also optisch noch nicht, aber vom Fahren her. Unterschied? Das, ja. Früher, sprich früher an? Anders, ganz anders. Krass. Und ich glaube, mein Schubumfeld war immer so ein bisschen defekt. Weil wie viel Lade, erinnerst du dich grob? 2,7 auf 2,1, 2,2 halten. Okay, 2,7 durchgehend. Durchgehend? Gefühlt. Ei, aber gefährlich. Obenrum, genau, obenrum war Kraft, dann... Gefährlich mit Kraftstoff. Genau, weil obenrum sind wir dann auch rausgegangen, weil er dann auch irgendwas weggeregelt hat, dann war nicht mehr so geil. Also ist erstmal provisorisch verlegt, weil der Motor kommt ja raus, wir lackieren. Ja. Aber so ist erstmal jetzt so funktionsfähig. Aber, warte mal. Pumpe läuft? Genau. Pass mal drauf. Heiß, ne? Was? Hammergeil. Hammergeil. Der riecht doch kalt, Digga. Pass mal hier. Also der Nahluftkühler funktioniert. Ja, aber richtig. Das kannst du super geil sogar zeigen. Das ist ein großer Unterschied. 45, 60, mehr 70 Grad. Kalt. Das ist allein krass. Wenn du dieses Rohr hier anfasst, ja. Vor dem Eingang, ja. Am Ausgang. Ja, das ist ein geil. Das ist so. Wenn du die Hand so machst, ist geil. Mach mal. Heftig. Ja. So, wirklich Wahnsinn. Sollen wir ein paar Meter eben mal fahren? Von mir aus können wir fahren. Nur ein paar Meter. Weil ich will, dass du einmal das Ansprechverhalten. Also es fährt sehr gut. Schau mal an. Ist echt gut. Sehr gut. Ich bin gespannt, weil so ein Versuch muss man ja zugeben. Also ich spreche jetzt von mir. Habe ich ja noch nie gemacht. Mit Wasserlauf.
Ja, so generell und so sehr kurzer Ansaugweg, weil das ist schon sehr, sehr kurz. Also der kürzeste Weg, den ich so kenne, ist der Turbolader raus, runter, Leerluftkühler rüber, Eingang rein. Vorne, Mitte vorne. Eingang. Ja, der Mitte da, ne? Der so genau, also gehst du mal vorne. Das ist auf jeden Fall deutlich kürzer. Deutlich kürzer. Das ist nochmal also mindestens... Ist ja, nach Leerluftkühlung ist so viel Drosselklappe, dann ist schon da. Ich sag mal nochmal mindestens 50% weniger als die kürzeste Strecke vorne rum. Aber ich glaube, was ihm gut gefällt, ist der Aufbau des Netzes im Wasserlarluftkühler. Dann also du meinst gegen wen? Der Gegendruck. Genau, weil ich finde, dass er wirklich, wirklich krass läuft. Guck mal. Also irgendwie, du wirst gleich sehen. Sehr wichtig. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wir bei deinem Motor Verdichtung reduziert haben. Ob wir hier einfach das typische Sandwich fahren mit doppelter Dichtung. Ich meine schon. Meinst du nicht? Nein. Dann wäre 2,7 bar geisteskrank viel. Und das heißt, du hast unfassbar viel Drehmoment. Aber krass, wie sehr man dieses Auto, ich habe das ja auch schon gefühlt, wie gut das fährt. Genau. Aber das machen 5-Zylinder ja generell gut, aber du hast halt, umso größer der Turbolader beim 5-Zylinder, umso träger das Ansprechverhalten, um alles wird träger. Und du merkst ja jetzt schon, du hast jetzt gerade nur ein bisschen Gas gegeben und du hast gemerkt, der hat sich gut nach vorne bewegt. Also ja, du bist kein störendes Hindernis mehr. Findest du nicht auch? Der läuft super sauber. Verrückt. Das Auto, das läuft... Siehst du das vorher nicht so sauber? Nee, nicht so. Also die Kupplung rutscht wieder. Ne, dass er dieses extreme Rubbeln. Ja, genau, das erschreckt sich halt wie überleg bescheuert. Mal, wie lange das her ist. Wann war das? 2017? 2018? Würde ich sagen. Das Video weiß ich noch, wo du zu mir gekommen bist, weiß ich noch. Das ist halt unangenehm, ne? Also muss ich ein bisschen hochfahren in der Drehzahl. Ja, du musst ihn halt aus dem maximalen Drehmoment rausfahren. Genau. Und aber die Art und Weise ist. Sag du dein Gefühl gleich. Also. Das ist jetzt fies, weil ich auch schon lange nicht mehr... Ich bin mein S6, das ist jetzt schon locker ein halbes Jahr hergefahren. Ja, wie viel hat der? Müsste in dem ähnlichen Leistungsspektrum. Okay. Wir haben dieselben Turbolader, wir fahren dieselben Ladedrücke, nur dass der S6 halt nochmal deutlich schwerer ist. Bloß andere Ladeluftwege. Ja, auch sehr gute Ladeluftwege für das Auto, aber nochmal locker 50-60% länger. Genau, und die Kühlleistung schlechter. Guter Beispiel, ja... Schade, dass wir das Anzeigeninstrument nicht haben. Da würde ich jetzt gerne mal sehen, weil mein Ladeluftkühlerumbau hat viel gebracht. Und ich weiß, wie viel das bringt. Und das war hier vorher nicht so optimal. Nee, überhaupt nicht. Den unten geschliffen, das ist alles weg. Unten ist das Auto jetzt komplett gerade. Ja, auch gerade. Mit den einen Ladeluftkühler in das Rohr, in den anderen Ladeluftkühler. Genau, genau, also das war genau. Nicht schlecht, aber sehr gut. Aber ist das Hammer? Ist das Hammer? Oh, ich liebe dieses Motor. Jetzt weiß ich, warum ich ihn so liebe. Ist das Hammer? Boah. Und ich hab 5,5, 6, knapp kurz vor 6 geschaltet. Ja, ja. Obwohl es fühlte sich, also der Lader war voll im Saft und der Übergang, es war jetzt nicht so überdreht, so nach dem Motto, wir drehen jetzt bis 8000. Nein. Sondern aber, und im Anschluss der wieder Kraft. Boah, der dritte Gang. Also durch der schnelle Schalten natürlich gar keine Zugkraft, große Unterbrechung. Kein Blowventil. Fährst du ohne? So, grüß dich, der Lader kommt bald. Nein. Ich habe den LCE-Jungs auch gesprochen, weil der S1 zu mir, der jetzt fertig ist, der S1 hat auch keins. Und dann habe ich gefragt, aber ist das nicht ein extremer Verschleiß? Aber die Welle dreht sich doch falsch rum, durch das, dass du keinen Blow-Off hast. Großmotorrad. Ach ja, weil beim Bürgersteig gefahren. Nee, weil Stau ist es einfach in einem Tempo auf dem Bürgersteig drauf. Bockt halt nicht gerade, zu stehen. Kein Bock so. Also, ich meine, dass die Welle sich doch immer losdreht, weil der Lader... Du kannst alles sichern und auch die Schrauben und so. Also die haben halt wirklich ja extreme Langzeittests gemacht. Ich weiß ja, dass die damals in der Rallye Polygonlader, Polygonlader gefahren sind, für deswegen keinen Blow-Off hatten. Genau. Nee, aber Verschleiß, klar, der ist da, aber der Unterschied ist ja... Und wenn du den Lader frühzeitig rausholst, ist hier die Reparatur... Weißt du, was mich ein bisschen stört? Ja. Ist zu laut. Ja, yeah, ist auch. Er könnte ein Ticken leiser sein, dann wäre es geiler. Aber mein Gefühl, sagt mir jetzt. Also ich habe wirklich mega Bock auf das Projekt, ne? Wieder zu starten. Weil das ist jetzt ein geiler Test und dann reißen wir jetzt alles raus und machen alles perfekt. Ne? Also, ganze Auto, der wird ja breit und alles wird geil. So, aber der Punkt ist jetzt der, dass wir, ich denke, die Downpipe war ja sehr klein. Ich habe eine sehr, sehr kleine Downpipe drin. Echt? Vom Durchmesser. Habt ihr das jetzt verändert nochmal? Nein. Oder wollt ihr noch verändern? Ich glaube, die würde ich nämlich nochmal gerne... Dann bekommst du diesen freieren Abgas, also du bekommst dann nochmal mehr Drehmoment. Genau. Weil der Turbolader Druck höher geht. Genau. Aber wo willst du hin? Also ich sag dir so, dass ich glaube, da muss man sich auch nichts vormachen. Auf Kraftstoff 2,7 bar Haltedruck, nicht gut. Nee,
Nee, das, also da kann man programmieren, aber da muss, also da sag ich dir, da bin ich selbst in meinen Erfahrungen, die ich zum Thema 15 habe, einfach raus. Weil auf Kraftstoff habe ich mich so getraut, 2,4 war so die Grenze, wo ich sagte, das kannst du dann auch mal Vollgas, fünfte Welle über die Autobahn fahren. Und bei was? Bei 2,4. Das habe ich mir mit Kraftstoff getraut. Mein E6 läuft ja auch auf Kraftstoff und den habe ich sogar auf 1,9 bar runtergeholt, weil ich Angst hatte, fünfte, sechste. Und was hat man da für Temperaturen? 59, 9. Ja, schon sehr hoch. Du musst dann mit der Zündung gucken, weil wenn du zu spät in der Zündung gehst, wird zu heiß im Abgasstrang. Ja. Wenn du zu früh in die Zündung dann gehst, ist Krieg für den Motor. Ja. Also du musst genau den Mittelweg finden, dass das, also es gibt geht, Leute, die können das wirklich und da muss ich ganz ehrlich sagen, die lernen aus ihren, ich sag mal auch aus ihren Fehlern. Ich kann sich daran erinnern, wie ich dich mal herausgefordert habe in meinem Audi Cabriolet, ja, in der Porsche. Ja. Gerade frisch zusammengebaut, direkt, ja klar, 25 Grad Zündung, Kraftstoff, 2,8 Bar mit dem Gabel-Lader, der war schnell. Der war auch gut schnell beim Porsche mit dran, aber bis 200, danach war der Motor platt, da waren Kolben weg. Ja, deswegen, ich habe ja vorhin auch nicht übertrieben, war jetzt auch nicht lange drin, so in der Last. Ne? Bin sehr gespannt, was du gleich sagst. Ich bin jetzt schon begeistert. Also ich bin jetzt zum Wasser oder Ladeluftkühler. Ja, ich bin von dem ganzen Umbau-Setup jetzt echt begeistert. Ich war, sag ich dir ganz ehrlich, ein bisschen skeptisch. Ich war auch wirklich skeptisch mit dem Wasserlaufkühler. Der sieht sehr klein aus, wo man denkt, oh weia, ich habe keine Ahnung. Ich bin 800er. Einfach nicht mit der Zeit gegangen. Wenn ich sehe zum Beispiel auf so einem auf deinem V12 Biturbo, da sind zwei von den Dingern, richtig? Und aber dann das ist auch kein Druck, ne? Und auch nicht hohe Luftmasse. Das genau, ist ja, und deswegen dachte ich, dass, oh, ob das mal funktioniert. Ich sehe mal so eine Frontladeluftkühler, so eine Kiste so lang. Ja, und da muss ich auch die ganze Luft durch, ne? Der ganze Volumen zu füllen. Aber also da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab, Respekt, wie geil das funktioniert. Voll. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich wirklich, muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe das gesehen, hab da bin ich mal gespannt. Ja. Schade, dass wir ihn vorher nicht auf den Prüfstand gestellt haben. Richtig. Ich hätte gerne das Ansprechverhalten vorher gesehen, auch, wie viel Umdrehung der R kommt. Ich auch. Weil gefühlt sind das nicht nur 500. 100, 200, sondern genau 500, 600 Umdrehungen. Und der Anschluss, das ist natürlich klar, um die Luftmasse zu füllen. Da. Ja, und natürlich, wenn du kein Blow-Off-Ventil hast, geht auch keine Luft verloren. Ne? Nee. Also der Anschluss kann nicht besser sein. Also du nein. Bei so einem ganz modernen Motor, der diese ganz, der in dem Moment Winkel, Nocke, alles verstellt, da ist ja quasi im Anschluss noch mehr Leistung als vorher gefühlt, ne? Bei diesen ganz modernen Motoren. Aber für einen klassischen Motor ist das ein fantastischer Anschluss. So. Darf ich zuerst anfassen oder willst du zuerst anfassen? Fass du zuerst an, da kannst du ja schon mal sagen, oh, Schade ist. Marco geht nicht. Flo, was sagst du denn dazu? Danke. Ist krank, danke, oder? Danke. Erstmal, das durch die Motortemperatur überträgt sich das ja. Ja gut, das kannst du vergessen. Krass, trotzdem sehr gut. Sehr gut. Unterschied locker 30, 40 Grad. Ja. Okay. Würden jetzt auch mal ein bisschen abkühlen lassen. Oder wir fahren den gleich um den Prüfstand. Lassen ihn mal ein bisschen Lüfter geben, weil du hast ja wahrscheinlich, was hast du jetzt, anstatt zwei Ladungskühler, zwei Wasserkühler? Richtig. Ah, geil. Wir haben zwei Wasserkühler dort gebaut, auch mit den Haltern, die auch nachher so sind. Auch gar nicht zu, die sind nicht wirklich groß. Die beiden Wasserkühler sind so und so dick nur. Also die siehst du auch. Hier, da ist er. Der kleine. Mhm. So und auf der anderen Seite da auch nochmal, da siehst du die Seite. Genau. Das ist wirklich mini. Und Gewicht haben wir. Ich würde sagen, trotzdem ist ein Kilo raus. Geil, das ist aber auch wirklich das Geilste, was passieren kann. Druck kommt, geht. Ja, so um das Wastegate rumfahren, so gefühlt. Weißt du, so. Ja, ist das ja eh. Also, wenn ich da reingucke, ist das gerade eh ohne Funktion. Ja, das macht du kannst auch eine Platte drauf machen. Das ist, was und deswegen sage ich dir, schafft er das oben rum wahrscheinlich nicht. Sprit, da fehlt ne? ihm Kraftstoff. Wir hatten das so weit reingekurbelt. Du? Nein, niemals. Dann ich. Ja, wollte ich gerade sagen. Nicht immer auf andere schieben. Geil. Wirklich toll. Ist gut, ne? Und dann habt ihr vor, Motor raus. War alles schick. Ja, jetzt, das ist das letzte Mal jetzt und dann geht's los. Und ich finde, für unsere ersten Alu-Schweiß-Dinger sind die echt okay geworden. Sehr gut. Und das ist das Geile, wenn das Auto nicht mehr die eigene Werkstatt verlassen muss. Das macht einen dann selber auch richtig stolz. Ist echt so. Ist voll geil, voll geil. Wie gesagt, und ich war echt skeptisch, hab gedacht, naja, bin mal gespannt. Ja, komm, wir stellen ihn mal drauf. Ist sehr tief. Ich sehe gerade, wir müssen hier nochmal das einhängen, richtig. Ich glaube, das war so gedacht. Ja. Ja, die müssen wir jetzt gleich, das wird ein lustiger Kampf, den aufzuladen, also auf dem Prüfstand. Ja, ne? Aber wir haben das Rohr halt nicht mehr unten, ne? Ja, aber Boden, der ist ja auch nicht gerade hoch, ne? Also Höhenangst ist bei dir bekannt, ne? Ja. Das Auto ist einfach schön. Ist echt so, ne? Das Auto ist einfach schön. Ich meine, er sieht halt leider auch sehr schön in schmal aus. Eine wenigen Autos, die in schmal sehr gut aussehen, aber ich denke, er wird noch geiler, wenn er dann auf jeden Fall in RS4 ist. Hast du denn jetzt schon eine Farbe? Nein. Och,
Nee, wirklich nicht. Grün. Ist echt schwer. Ja, ja, jetzt ein anderes Projekt wird halt auch grün. Rot kann ich nicht verstehen, wäre auch schön. Aber das, nee, ist halt das RS4 Limo. Kombi haben wir ja auch in Rot und das. Nee. Also farbentechnisch weiß ich echt noch weiß nicht. Weiß ist zu normal. Gibt's aber auch nicht. Weiß? Weiße RS4s gab es nicht. Soweit ich weiß. Stimmt. Aber weiß will ich nicht. Ja komm, wir fahren mal drauf. Fass mal den Ladeluftkühler an, Flo. Nein, Flo. Abholen, was wir gemacht haben. Wir haben gewartet, haben gequatscht gerade draußen in der Sonne. Zu lange. Und wir haben die Lüfter laufen. Lass mal die Hand auf den Ladeluftkühler. Wir holen mal eben Temperaturmessen. Das will ich jetzt aufwissen. Das sind? Das ist Kühlschranktemperatur. Das würde ich sagen, sind 4 Grad. 4 Grad, 5 Grad. Ja, habe ich. Oder? Boah, schwätze, schätze. Aber das durch die kalte Luft, das ist heftig. Ne? Ah, das ist schon sehr kalt. Jetzt mal das Ding erstmal im Kaltlauf. Aber er hier, er ist okay. Ja, Motortemperatur ist locker noch 70 Grad. Na, hier ist geisteskrankheit gerade. Ja, das wird jetzt Freude machen für Leistung. Also wir haben hier 16 Grad. 16 Grad. Die Riemenscheibe. Machen wir hier auf den Motor. Was muss ich machen? Da steht die Temperatur oben links. Ah, 39. Der hat nur 16 Grad. Der hat wirklich 16 Grad. Ja, weil wir die Lüfter. Okay. 18? Nein. Wie soll das denn gehen? Mach mal da oben, das ist 14, 12, 13, 11, ja. Ich hätte gedacht, das ist viel kühler. Aber mach mal ruhig einen Motor. Nein, das, ich glaube. Das passt schon. Jungs, das sind 6 Grad Unterschied, das glaube ich nicht. Mach mal hier drauf. Du siehst ja, wo die Wärme ist. Geh mal da runter. Oder packen wir nicht an. Nee, also hier oben drauf. Oder packen wir an. Das sind 22,7. Das ist schon ein Unterschied, doch, doch. Und das sind. Guck mal, du kannst ja da Richtung Blau runter. Geh mal runter. Da wird es kälter. 13, 27. Da ist ja der Wassereingang. Hier oben. Hier ist er. So, Downpipe hat noch 42 Grad. Oh, ist gut gewichtet. Guck mal, da wo das Band rum ist, siehst du, ist wirklich schön. Jetzt gehen wir nach vorne. Abgasgehäuse hat. Digga, der Motor ist ja komplett kalt. Ja, wir haben ja jetzt, glaube ich, sehr lange wieder gelabert. Ne? Ja, wir haben echt zu lange gelabert. Zu lang. Trümmer hat hier vorne 15 Grad. Wir haben lang geredet. Wir müssen echt warm fahren. Marco fährt. Ich gucke Lambda, ich gucke Ladedruck. Das sehen wir alles, ja. Machen die Haube, müssen wir auf jeden Fall runter machen. Lambda, müssen wir alles, können wir alles schön ausstecken. Der Auspuff ist auf jeden Fall wasserfrei, das kann ich garantieren. Und jetzt auch nicht mehr heiß, der Auspuff. Mhm. Lambda 1 direkt. Ja, jetzt kommt ein bisschen Luft zu. Aber komm, geh auf Lambda 1, ist perfekt. Ladedruck ist auch an. Alles haben wir mitgelockt. Spannend. Ich glaube, der wird super gut laufen, weil der Ladedruck kommt. Bis zu 2 Bar wird er das gut finden. Danach wird das so dermaßen mager werden. Ich glaube, der Drehzahlmesser zeigt eh ein bisschen falsch hier an, weil das ist ja der Drehzahlmesser vom 6-Zylinder. Und du hast ja jetzt einen 5-Zylinder eingebaut. Haben wir das nicht sogar geändert? Ich glaube nicht, das hatten wir damals schon mal probiert. Also meine ich, soweit ich mich erinnere, deswegen konnte ich mich an das Display erinnern. Das hat dann den Wert richtig angezeigt. Wir nehmen die grobe Drehzahl. Ich weiß, Abregeldrehzahl war 7,1. Das ist ja auch nur fürs Drehmoment so ein bisschen. Was stellst du jetzt an? Ist auf 3000? Ich habe jetzt auf 3000, warte. Ich sagte, das sind auf jeden Fall nicht. Das sind, also er zeigt jetzt hier 2,6er, genau. Das sind mehr. Das hörst du. Das sind auf jeden Fall mehr wie 2,6er Drehungen. Ich habe jetzt bei 3000 Watt und gleich ungefähr schieben wir das zusammen. Für die Leistung ist das, genau. Für die Leistung ist das völlig unrelevant, sondern nur das Drehmoment verschiebt sich halt mehr oder weniger. Lambda-Wert beim Fahren. Auf jeden Fall mal, ich weiß, war da noch mal einer am Steuergerät dran? Ja, ne? Das Steuergerät war ja kaputt. Das Steuergerät war kaputt und das haben wir selbst wirklich zusammengelötet. Also aufeinander gebaut, den Kasten, haben gesehen, was ist, gebrückt und dann geht das Ding wieder. Dann haben wir es nochmal perfekt dem Philipp Stegemann von MPS und er hat gesagt, nee, läuft, aber mache ich nochmal und jetzt ist es wieder weiter. Also bis jetzt Teillastwert, alles perfekt. Ja. Langsam kriegen wir auch mal Wassertemperatur. Geh mal bitte einmal ran, ich will gucken, ob er wegbricht. Das haben wir jetzt alles aufgezeichnet. Wie viel Drehzahl denn? Habe ich jetzt nicht geguckt. Das ist das Geilste, können wir uns gleich alles angucken. Das ist das Geile, wenn wir uns aufzeichnen. Wir brauchen jetzt gar nicht so viel gucken. Ich muss nur noch mal raus aus dem Testfeld gerade. Ich muss jetzt nämlich beides mit aufzeichnen. Shuttle? Ja, ja, aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich auch.
ist zu Hause gegangen, ne? Warum es einem fällt. Aber Lambda stand. Nee, Lambda geht auf 0,9 hoch. Aber auf dem Anzeigending nicht, der war 0,7. Oder aber siehst du, guck mal, siehst du den roten Strich? Ich sehe es aber oben ist AFR 1A da. Das blieb eigentlich relativ gut stehen. Ja, aber guck mal, hier siehst du die Leistung. Guck mal hier. Ja, hier ist Lambda 80 und dann siehst du, wie der Sprit umso mehr der Ladedruck. Das Auto ist auch darauf nicht programmiert. Nee, aber auf weniger Ladedruck, dann wird es wieder passen. Genau, wir könnten eigentlich laut dem Diagramm bis ungefähr 5000 drehen. Alles danach wird und danach musst du programmieren jetzt. Genau, wie wo sind wir denn jetzt? Gucken wir mal auf, wir lassen jetzt ausrollen. Den Lauf haben wir und der Motor läuft noch auf allen fünfen. Ich sage dir, auf der Autobahn, du hältst fest, Motor kaputt. Ja. Haben wir gerade gemacht. Ganz froh sein, dass ja, ich bin raus. Ich habe es auch gerade gesehen, dass er hinten raus eine ganz kleine Wolke geschmissen hat, wo es heiß wurde. Und dann bin ich ja auch raus, weil du siehst, die Leistung hier reißt ja komplett ab. Das ist nicht Drehzahlbegrenzer. Guck mal. So, ja, du bist aber auch. Ja. Wir haben 558 PS und 746 Newtonmeter. So wie ich es gesagt habe. Ja. Und die Drehzahl, das müsste ungefähr passen, dass wir über 7000 sind. Waren wir so hoch jetzt? So, pass auf. Ja. Jetzt pass auf, jetzt wird es noch wilder. Da ist der Lambda-Wert. Und wir waren jetzt oben raus beim Lambda-Wert von 0,90. Mhm. Juhu, mir ist heiß. Und beim Ladedruck von... Warte mal, ich mach das mal beide übereinander. Sieht komisch aus. So beim Ladedruck von... Der kommt nochmal wieder. 2,6 Haltedruck. Mhm. Junge, das ist tödlich. Das ist tödlich. Also, sollen wir mal die Mutter ein bisschen rausschrauben, ob wir das Wastegate zum Aktivieren kriegen? Ja, das wär vielleicht nicht schlecht. Dass wir ein bisschen das zum Arbeiten kriegen. Das können wir ja nochmal vorstellen. Der muss weniger Druck machen. Dann fällt natürlich unter Drehmoment, aber der Leistung hier oben, der Lambda-Wert, das Geist. Ja, aber wie viel wird denn noch kommen? Wenn wir 558 PS, dann schafft er 600 PS. Ich sag dir, mit Sprit und sogar fallendem Ladedruck geht der über 560, 570 PS kommen. Ja genau, 600 schaffen wir nicht. Meister Ladedruck, hier, weißt du. Ich fahr nicht an dem Wastegate, nee. Gerade auf Autobahn, Flo. Ihr hättet den Motor zerstört. Wären wir drauf geblieben, wäre zu heiß geworden. So, also wir schrauben jetzt ihn hier. Das Gewinde müsste noch da sein eigentlich. Wir schrauben den mal so ein bisschen raus. Wir schrauben den mal ganz raus. Weil dann kann das Wastegate genau arbeiten. Weil jetzt sieht das so aus. Nicht, oh mein kleiner. Du hast aber, weißt du, ich schieb schön auf mich. Marco, hast du noch ein paar Kolben da? Ist gerade einer weggebrannt. Ja, vielleicht auch zwei. Oh, das ist gar nicht mehr. Der ist gar nicht mehr dran. Doch, kommt. Wastegate so, hallo. Ich will aufgehen. Nein, die verkantete Schraube ist drin. Die Feder so. Ich komme nicht hoch. Die Platte geht so drüber weg. Wo willst du jetzt hin? Soll ich den Akkuschrauber holen, damit wir schneller gehen können? Nein. Junge, was machen? Reicht. Ja, dann machen wir mal so. Jetzt kann Wastegate schön arbeiten. Genau, machen wir jetzt mal direkt und gucken mal, ob... Geil, ne? Das ist geil. Ja. Und gucken mal, ob wir jetzt irgendwie zwei Bar, wo, keine Ahnung, wo wir sind. Also jetzt wird das Drehmoment auf jeden Fall deutlich sinken. Ich sag noch nicht unbedingt die Leistung, aber das Drehmoment wird deutlich sinken. Wenn der Schritt dann passt, bisschen Drehzahlbegrenzer, werden wir leistungstechnisch... Wir sehen, dass Ladedruck oben raus gar nicht mehr so schlimm ist. Ich habe das bei meinem S6 auch probiert. Ich bin 2,2 bar und nachher 1,9 bar gefahren und habe oben rum 6, 7 PS weniger gehabt. Ja. Also unbedeutend. So, ich mach mal ein Warm-up mit an, dass wir einmal kurz reingehen und gucken, wo Ladedruck hingeht. Wir werden ja nicht mehr auf die Radleistung kommen. Das finde ich so geil. Mein Gefühl sagt, dass der Ladedruck wird trotzdem noch. Ja, guck mal, ist echt spannend. Also, wir haben jetzt gesagt, das Wastegate hochgeschraubt. Der müsste jetzt der Ladedruck gar nicht mehr so hoch gehen können, technisch. Aber wir gucken mal. Ich glaube nicht, dass der so hoch geht. So, und jetzt rein. Warte mal, ich geh mal warten. Gut, wir haben auch später Gas gegeben, also du siehst ja, wir kommen nicht mehr an die Radleistung ran. Uns fehlt richtig, jetzt... aber Lambda war ein Tick besser schon. Ja, klar. Logisch, weniger Luft. Soll ich mal noch weiter rausschauen ein bisschen? Nee, das mehr geht nicht raus. Du bist schon mit der Platte jetzt ganz oben. Also jetzt haben wir nicht mehr dieses rein Grätschen macht er jetzt nicht mehr. Also jetzt müssten wir das betakten. Jetzt müsstest du es takten, aber die Federspannung ist jetzt raus. Ich bin mal gespannt, ob das Ansprechverhalten jetzt schlechter wird. Ja. Da bin ich jetzt gespannt. Ich versuche an derselben Stelle wieder reinzugehen. Ich sag F. Die Feder ist zu schwach.
Der wird kurz verlieren, Abgas. Ja, aber du musst genau, das was du gemacht hast, du hast die Feder ja blockiert am Hochgehen. Du hast, ja einfach, du hast einfach die Tür zugehalten, weißt genau. du? Genau, alle rein. Na, ein bisschen früher gehen wir rein, egal. Aber ich stehe voll drin. Ja, guck mal da. Ja, geht noch, ist doch okay. Aber okay. Aber jetzt guck mal, du siehst eindeutig, du siehst eindeutig, wie er hintenrum jetzt mehr leistet, was bis zum Drehzahl begrenzt. Aber jetzt muss es programmiert werden. Aber wir müssen jetzt das Waste anpacken und Sprit rein. Weil der kann den Ladedruck ja. Also ich, nee, du, siehst ja dass die trotzdem gut. Du siehst ja, dass die Grundprogrammierung zu schwach ist. Also die der Kraftstoff-Map, die geht beide linear nach oben. Also das heißt, du kannst die Feder ruhig wieder die Tür zumachen bei ihm, weißt du? Da du ja eh schon aber blau ist trotzdem bist. Heißer. Ja, also klar. Wenn wir jetzt diese 0,3 Bar auf, mehr sind, halt pass auf, aber das Krasse ist, dir fehlt jetzt Drehmoment. Und ich sage, es fehlt aber nicht viel Leistung. Haben wir den ganzen Lauf? Ja? Wir haben bis Drehzahlbremse okay, cool, jetzt gedreht. Ja, cool. Ohne dass er abreißt. Du siehst ja, die rote Kurve reißt er vorher ab. 525 könnte ich mir vorstellen. Oder sogar mehr, weil die Verlustleistung rum ja sehr hart wird. Ja, ich sage 5,33. Wie war vorher? 5,56. Dann sage ich 5,33. 53. Krass. Das ist das, was ich sagte. Weil guck mal, ich mach mal eben das erstmal sichtbarer. Jetzt mal AFR-Kurve weg. Du siehst, der Lader. Nee, 5,35 haben wir. Ja. Ja, 5,33 hatte ich gesagt. Das heißt also, du hast hier obenrum fast die gleiche Leistung und mit deutlich, pass auf, Boost, das ist ja eigentlich, das hat gar keiner geguckt. Guck mal, vorher haben wir gedrückt, hier raus hatten wir 2,8 auf 2,4 Bar jetzt. Für jetzt 2,4, sogar 2,35. Von 2,8 und oben raus haben wir einen Ladedruck von nicht 2,6, sondern von 2,45. Mhm. Wenn du das jetzt programmierst, oben raus, kommen wir doch schon knapp Leistung. An die 600 Pferde. 580, 590 PS, ja, glaube ich. Und Drehmoment sagt dir, diese 700 Newtonmeter kannst du stehen lassen. Also du kannst den Ladedruck kurz machen, muss oben rum, muss nur, wie du schon sagst, stärkere Feder rein, Taktung ein bisschen ran und oben raus, Taktung ein bisschen raus. Ja, einfach nicht so ein Brot- und Buttermotor, dass man einfach die Tür zumacht. Also ja, das ist halt das Tuning, wie wir es früher gemacht genau. haben. Genau, deswegen machen wir es jetzt nochmal. Wie bestrome ich das nochmal? Ach, wir machen es einfach zu. Genau. Aber okay, wir machen das jetzt wie folgt. Ich würde sagen, damit wir es in die Gänge kommen, wir reißen das jetzt raus, haben jetzt diesen Stand und gehen an die Karosse dran, wissen ja, wo wir hin müssen, werden uns mit dem Wastegate beschäftigen. Vielleicht fahren wir auch gar nicht mehr das Wastegate. Gar nicht das Audi-Ding vielleicht. Finde ich eigentlich okay. Optisch halt aber cool. Eins kann ich dir sagen, was auch super interessant wäre, wenn das programmiert wird, lass uns hier auch einen Prüfstand machen. Nee, auf jeden Fall, dass wir dann nochmal... Aber allein guck mal, wie sensibel so ein Kraftstoffsystem, oder so nicht das Kraftstoffsystem, sondern wie sensibel der Motor reagiert. Ja, oben raus sind wir hier bei 0,85. Grenzsauger, perfektes Gemisch, Turbo nicht mager, gut. Nicht gut. So, und da siehst du aber, da baut der Motor nicht ab. Er baut zwar ab, aber noch nicht Abriss. Mhm. Jetzt gehen wir auf den ersten Lauf. So, mach den zweiten mal weg. Da siehst du hier, wo wir bis 0,85, guck mal, Krall, da siehst du es, 0,86, ja. läuft's noch. Geht der auf 0,87, 0,88, roms, reißt die Leistung brutal was ab. Was meinst du, was auf dem Kolben, auf der Kolbenoberfläche, in dem Brenner? Heiß, hör auf. Ja, dass das schon so diese leichte Pelz, dass diese Bläschen so leicht, wenn du im ich sage dir, Gang, die Zündkerze hat in dem Falle, wenn wir sie danach jetzt direkt raus, Auto aus, ja, wenn du das machen würdest, wäre die weiß genau. Und du siehst schon so leichte diese, Poren. Genau, diese, dass das so das Bläschen hat. Macht, genau. Und wenn du dann halt wieder vernünftig runterfährst, dann schließt sich das auch teilweise wieder und dann wird die so rau. Dann weißt du, die war schon ein paar Mal im Krieg. Okay. Oh, guck mal, wie sauber, ey. Wir, Marco und ich quatschen noch ein bisschen weiter. Wir machen jetzt hier Schluss, denn der Armando wartet und wir reißen dieses Auto jetzt. Und komm schnell wieder, dass wir Prüfstand machen. In Teile. Tschüss.